Night City in Cyberpunk 2077 auf den normalen Konsolen in einer normalen Edition besuchen kann jeder. Peter hingegen hat sich für die Collectors Edition entschieden und die schauen wir uns jetzt einmal an. Bevor wir zum Herzstück des Ganzen kommen, der Figur, auf die ich es eigentlich auch abgesehen hätte, schauen wir uns mal an, was hier drin auf uns wartet. Hier haben wir einmal das Spiel mit einer Folie, wo alle Autogramme der Entwickler drauf sind. Auf dieser Seite wartet dann das Artbook auf uns. Ich habe selber noch nicht gespielt und ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt hier spoiler. Hier haben wir ein paar Ansteckpins, Aufnäher, einen Schlüsselanhänger und ein paar Sticker. Zu guter Letzt haben wir hier noch ein paar streng vertrauliche Unterlagen, aber da die noch original sealed sind, fassen wir die erst gar nicht an. Kommen wir jetzt zum Herzstück des Ganzen, wie versprochen, der Sammelfigur. Die lassen wir auch noch so eingepackt, beziehungsweise so einmal in die Hand nehmen. Und damit das Action-Rollenspiel gleich weitergehen kann, gibt es von uns Deus Ex im Steelbook. Lieber Peter, vielen, vielen Dank für deine Bestellung. Hier ist sie, die ist bald bei dir. Und wenn auch du ein Goodie zu deiner Bestellung haben willst, pack deine Bestellnummer in die Kommentare.